Ja, die Situation in Syrien ist natürlich eine verheerende Situation, aber für die NATO als solche sehen wir derzeit dort keine Möglichkeiten der Einflussnahme. Was wir machen, ist, unser Bündnismitglied Türkei zu verteidigen. Das heißt, wir haben an der Grenze der Türkei zu Syrien Patriots stationiert, um unseren Alliierten zu schützen. Ansonsten glauben wir, bedarf es einer politischen Lösung. Und unterstützen alle Bemühungen im Rahmen der VN oder jetzt zwischen USA und Russland, eine politische Verhandlungslösung dieses Problems zu finden. Der bedeutet für uns zweierlei. Erstens haben die Amerikaner klargestellt, dass sie in Zukunft dass die Europäer in Zukunft nicht automatisch verlangen können, dass die Amerikaner immer die Hauptlast in allen Operationen oder bei allen Bemühungen der NATO tragen werden. Sie werden von den Europäern einen größeren Anteil verlangen. Das ist die Burden-Sharing-Debatte. Die hat auch einen gewissen Kontext zu dem Pivot Asia, wie man es so schön nennt, weil die Amerikaner klargemacht haben, dass sie einige ihrer Fähigkeiten in Zukunft stärker in Asien positionieren werden. Das ist der eine Aspekt. Der andere Aspekt ist, dass die NATO schon seit Längerem mit Staaten aus dem asiatisch-pazifischen Raum eng zusammenarbeitet. Das ist in den letzten Jahren noch intensiver geworden. Dazu gehören Staaten wie Südkorea, Japan, Australien, Neuseeland. Aber es ist auch so, dass wir einen intensiven politischen Dialog mit China begonnen haben und den im Moment weiter ausbauen. Also wir haben auch einen Pivot to Asia. Deutschland ist nicht nur sicherheitspolitisch, aber eben auch sicherheitspolitisch in der NATO und in der EU verankert. Das ist bei uns gute Staatsräson, das sollte auch so bleiben. Von daher glaube ich, dass Deutschland auch in Zukunft einen wichtigen konzeptionellen Beitrag zur Entwicklung der Sicherheitspolitik in der NATO und in der EU leisten sollte. Wir sind auch eines der führenden Mitgliedstaaten, wenn es um den Beitrag zu Operationen geht. Wir sind ebenfalls führend, wenn es darum geht, die Fähigkeiten der NATO oder aber der EU weiterzuentwickeln. Bei Deutschland sind das zum Beispiel Stichworte wie AWACS.